Der diesjährige Preisträger wurde nominiert unter dem Motto Sustainable Development Goals at THOWL. Denn die Nachhaltigkeitsziele der UN finden in seiner Arbeit eine herausragende Umsetzung. Er ist jemand, der es versteht, globale Herausforderungen im Bereich der Life Science Technologies zu integrieren, sodass die Studierenden nicht nur fachlich, sondern auch persönlich auf die Zukunft vorbereitet sind. In seinen Veranstaltungen werden die Nachhaltigkeitsziele nicht nur als abstrakte Ideen behandelt, sondern als lebendige Themen, die uns alle betreffen. Und das Beste daran, er vermittelt nicht nur Wissen, sondern auch Mut. Mut, die Dinge zu hinterfragen, Mut, die Welt zu gestalten. Besonders bemerkenswert ist der ganzheitliche Ansatz dieses Lehrenden. Er bringt eine beeindruckende Mischung aus wissenschaftlicher Expertise und menschlichem Einfühlungsvermögen mit in den Hörsaal. Seine Lehrmethoden sind absolut abwechslungsreich und praxisnah. Von der aktiven Einbindung in Forschungsprojekte bis hin zu tieferen Einblicken in die Future Food Factory OWL bietet er seinen Studierenden zahlreiche Möglichkeiten, sich einzubringen und über sich hinauszuwachsen. Dabei schafft er es, den Studierenden stets auf Augenhöhe zu begegnen und ihnen das Gefühl zu geben, dass ihre Beiträge nicht nur wichtig, sondern auch wertvoll sind. In einer Zeit, in der persönliche Kontakte oft zu kurz kommen, setzt dieser Lehrende auf Nähe. Er nimmt sich Zeit für Studierende, sei es in Vorlesungen, Forschungsprojekten oder in persönlichen Gesprächen. Er fordert viel, aber er gibt noch mehr. Unterstützung, Ermutigung, eine echte Wertschätzung. Besonders beeindruckend ist, wie er Diversität in seinem Team nicht nur fördert, sondern sie als Stärke begreift und lebt. Für ihn ist das Thema Diversität kein leeres Schlagwort, sondern ein belebter Bestandteil seiner Lehrphilosophie. Die Rückmeldung der Studierenden zeigt, wie sehr sie diese Art der Lehre schätzen. Sie berichten von einem Professor, der es schafft, komplexe Inhalte verständlich zu vermitteln, der dabei gleichzeitig leidenschaftlich ist und sie motiviert, das Beste aus sich herauszuholen. Studierende gehen nicht nur mit Wissen aus seinen Lehrveranstaltungen heraus, sondern mit Selbstbewusstsein, die Zukunft mitgestalten zu können. Es ist mir eine Freude, den diesjährigen Lehrpreis der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe an den Kollegen Professor Dr. Jan Schneider zu überreichen. Herzlichen Glückwunsch!